Herzlich willkommen, Freunde, bei einer neuen Runde in Mario Kart 8. Wir sind heute mit der schnellsten Kombination schlechthin unterwegs. Bowser, Slicks und den Rennwagen. Schneller geht's, ne? Aber dafür leiden halt unsere anderen Werte, wie Drift. Dann fahre ich jetzt mit zwei Balken Drift. Oh mein Gott. Sowas ist echt wenig. Noch ungewohnt. Nebenbei fährt hier einer mit. Schießt mich tot, wie viele Punkte der hat. 7000 noch was. Und das ist der mit den höchsten Punkten derzeit im Raum. So, momentan lässt sich das noch angenehm fahren. Boah. Der hat sich selber abgeschossen, Tatsache. Ich hab mir gedacht so, hä? Ja, okay. Und dann hat er sich doch selber abgeschossen. So. Boah. Okay, den will ich nicht überholen. Den ignorieren wir erstmal. Hey, du. Ja, Ray. Ich habe getroffen trotzdem. Boah, da drin wurden wir getroffen und brauchen stundenlang zum Anfahren. Oh ja, yeah, Stern. Okay, jetzt ist er auch hier mal in dem Abschnitt nützlich, muss man mal sagen. Man kann zumindest das hier machen. So. Aber sonst nichts. Ah, da vorne ist er, der Deutsche. Ich weiß gar nicht mal, was das jetzt heißen soll. Warte mal. Soll das ein Ö darstellen? A, M, R, E, R. Ne? Wenn das jetzt so meine richtige Auffassung ist. Naja, egal. Man sollte seinen Namen doch nicht zu sehr verunstalten. Sodass er gar keinen Wiedererkennungswert hat. Also, oh, oh. Ich fahre da volle Kanne rein. Ich trottel. Oh, das gibt Hausarrest. Das gibt Hausarrest. Bowser, ihr verteilt jetzt Hausarrest. Boah. Es gibt bösen Hausarrest. Du kriegst auch hier noch was ab. Jeder kriegt hier sein Fett weg. So. Okay. Holen wir noch den. Was hast du? Du hast Stern. Ich entscheide mich dann, wer ist mit Wursch. Er fährt. Nein! Ah, shit. Jetzt habe ich zu sehr darauf geachtet, dass ich nicht in seine Ding fahre, dass ich diesen Blitz ganz auf der Map gesehen habe. Ja. Na gut. Ah, drei Pilze. Das ist ideal für den Endspurt hier. Och, Mario. Ah, der hat mich vollkommen hier aus dem Konzept gebracht, was das Fahren hier angeht. Also aus dem Shortcut anpeilen und was weiß ich. Naja, egal. Also der Typ ist erster, der BK. Ich weiß nicht, ob das ein O oder ein Ö sein soll. Egal. So, es gab jetzt einen Raumsplit. Die eine Hälfte der Mitspieler wurde, wie heißt es, also die Mitspieler wurden in zwei Hälften geteilt und zwei neue Räume sind entstanden. Das ist die Strategie hier, um mehr Platz zu bekommen oder mehr Räume zu machen. Man macht keinen neuen Raum auf, sondern ein 12er Raum wird genommen und aufgeteilt und die Spieler, die da in diesem, wie heißt es, gerade am Join sind, werden in diesen 12er Raum gerade noch mit reingemixt, beziehungsweise ja, es sind hier zwei eben gerade in der Auswahl rausgegangen, also wir waren 12 Leute. Aber die sind in der Auswahl, wie gesagt, dann abgedüst. Boah. Okay. Ich merke schon den Unterschied zu dem, was ich an Drift mir als Mindestvorgabe setze, weil ich will ohne drei Drift-Biken überhaupt nicht fahren. Jetzt merke ich das schon, diesen Unterschied. Und das ist schon ein kleines bisschen ungewohnt. Obla. Was? Wenn ich mich jetzt gerade nicht vertan habe, hätte ich eigentlich rein optisch an dem Ding vorbeifahren müssen. Aber ich habe vielleicht mich auch voll vertan gerade. Oder die Hitbox ist einfach größer, so wie ich es mir schon oftmals angemerkt habe. Boah. Also, nicht so ungut, aber ich mag die schnellste Kombination aus Gründen des Handlings schon mal nicht. Mag zwar vielleicht fürs Zeitfahren wirklich ideal sein, in vielen Strecken, aber ich mag sie trotzdem nicht. Wow. Okay. Wow, wow, wow. Nein, okay, das konnte ich nicht mehr retten. Unter Wasser rumhopsen, blöde Idee. Man kommt in den Gleitflug manchmal. Ich bin letzter von allen. What the fuck? Komm, Bowser. Oh. Egal. Ziehen wir durch. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Part fahr ich dann mit einem Ding wieder mit mehr Drift. Definitiv. Okay, wenn man hier den Pilz einsetzen kann, ist wiederum diese Kurve jetzt nicht tragisch.
Muss man nebenbei mal anmerken. Ich will eigentlich keinen Sprung machen. Naja. Das mit X, das war wohl nix. Wow. Nein! Nein! Bowser, flieg! Flieg, Bowser, flieg! Okay, mein Plan ging so einigermaßen auf. Ich wollte zumindest nicht ganz am Anfang zurückgesetzt werden. Oh yeah. Das last item. Das noch hätte was reißen können. Ihr habt es gesehen. Das war jetzt ultimativ. Ultimativ Kacke für mich. Wow. Nope. Keine Chance. Komm, ich will einen Ausflug machen. Oh, Mano. Jetzt darf ich nicht mal einen Ausflug machen. Wo fährst du lang, Bowser? Also ehrlich. Ah je, die Flughafenstrecke und ich wollte sie vermeiden. Ich wollte sie nicht fahren. Obwohl, kurvenreich, extrem kurvenreich ist sie ja eigentlich nicht, deswegen ist es doch eher praktisch, wenn ich dann hier mit dem fahre. Na, mal gucken, wie es so ankommt. Mal sehen. So. Jetzt kommt Papi. So. Papi ist on Tour. Barr. Yeah. Hoppala. Oh. Ja, der Papi ist on Tour und knallt erst nach vorne keine gegen den Reifen. Treffer haben versenkt. Ja. Ich dachte schon, die Rote geht jetzt noch nicht. Hätte ich mich jetzt auch noch versenkt, gerade. So. Fahr ich mal schön eng. Hoppa. Münzen. Oh, jetzt habe ich die eine Münze, die mir fehlt, nicht bekommen. Egal. Hoppa. Uah. Da lang. Komm, 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 Bowser. Ich hätte es anders driften müssen von Anfang an. Egal. Hopp. So, jetzt haben wir volle Münzen. Komm schon, Bowser. Nein! Diese Kurve. Nichts für schwache Bowsers. So. Also wir haben trotzdem jetzt eine gute Führung aufgebaut. Trotz, dass ich hier so diese Fails habe an dieser einen Kurve. Aber gut. Ist noch verkraftbar scheinbar. Ah. Kommt nichts mehr. Gut. Der hat auch kein Item mehr. So. Bäh. Looper. Ach nö. Ich kann mich. Oh, gut, dass es weggeht. Weißt du was? Ich ziehe hier kein Ding. Ich fahre einfach runter. So. Och nö. Hier bitte auf den Buschstreifen. Dankeschön. Nope. Guter Plan, auf dem Buschstreifen mich treffen zu lassen. Die schlechte Beschleunigung macht hier sonst mir einen Strich durch die Rechnung und die überholen mich an dieser Stelle. Hat schon wieder eine Feuerblume. Stark. Na, die Feuerblume hat ihn jetzt gerade nochmal den Sieg gebracht. Ja, leider, leider. Blue Shell und Feuerblume. Ach, Mann, oh, gerade stand Donut-Ebene zur Auswahl und das ist nicht gekommen. Der ist voll fies. Ja, okay, jetzt machen wir gegen Roland ein 1-on-1 auf dieser Knochenebene. Papi gegen Sohn. Na, gucken, wer das Rennen macht. Ich glaube, ich nicht, weil ich habe hier diese Strecke schon mal gefahren. Und ich brauche an der einen Stelle auf jeden Fall Drift. So. Genau. Verballer. Oh, komm, jetzt schön den Drift ziehen. Gib mir Money. Lass deinen Papi durch. Ungezogenes Kind, du. Dir werde ich Manieren beibringen. So, jetzt schnell hier runter, schnell auf den Boden. Das kriege ich die Kurve nämlich hier nicht. Nein. Klack.
Das hast du so gut gemacht. Gut gemacht. Ich mach den einen Knochen, Bowser, Knochen trocken kalt und den anderen. Und fast gegen Banane dabei noch. Gleichzeitig noch den Müll beseitigt. Oh yeah. Schiffe, die im Sand fahren. So. Hopp, hopp, hopp. Boah. So. Auf geht's. Jetzt haben wir es. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ah. Das war Bowsers Macht, deswegen hat es mich gebissen. Treffer! Haha! Yep. Uah. Jetzt, okay, passt, 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 passt. Ich hätte mir die Münze sparen können. Das ist das Item, meine ich davon. Oh, dieser Drift. So ungewohnt für mich. Wo ist denn der Sohn? Wo ist mein Sohn? Der ist weiter hinten. Muss aufholen. Ja. Oh, verkackt. Okay, er hat einen Pilz, dann nimmt hier einen Shortcut wahrscheinlich. Ja, macht er. Ja. Weg mit der Münze. So, schön außen fahren, schön außen fahren. Oh, nee, nee, nee. Nix da. Ja, hat er. Er hat schon wieder eine Feuerblume. Dieser dreckige. Vollkit, Ding da. Okay, ich hab Münzen. Erst hat er. Er hat irgendwas. Ich kann es nicht ordnen. Eine Bobbe. Bob-Omb. Ich konnte es eben gerade erst nicht schnell kennen. Das war ein Bob-Omb. So. Und zack. Yeah. Das Bowser. Hat zugeschlagen. Okay, Freunde. Das war's. Bis zum nächsten Mal.